Moin Moin meine Freunde, was geht bei euch? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute bin ich auf dem Weg, ihr seht es hier am Helm, zu einer Freundin. Die möchte ich hier abholen zu einem schönen Feierabend-Ride-Out zur Eisdiele. Wie soll das anders sein? Und los geht's nach dem Intro. Merkt der Harley echt an, dass sie immer so ein bisschen warm laufen muss. Wenn die ganz kalt ist, dann hat die gar keinen Bock. Aber nach 2-3 Minuten ist alles tutti. Oh Leute, ich kann euch gar nicht erzählen, wie froh ich generell bin, mal wieder ein Straßenbike zu haben. Und ich bin so super zufrieden mit diesem Moped. Es war einfach so bisher, egal welches andere Motorrad du eigentlich fährst, ob es jetzt ein Supersportler ist, eine Supermoto oder sonst was. Man hat einfach so schnell das Gefühl, schnell fahren zu müssen oder schnell fahren zu wollen, weil das Motorrad es halt von sich aus will, so eine ruppige Gasannahme hat und so weiter. Und mit der Harley, es ist so entspannt, hier ein bisschen lang zu blubbern einfach. Hat nicht ständig den Drang, irgendwelche Autos zu überholen. Aber man kann es, wenn man will. Sound ist der Hammer und ja, einmal habe ich schon gemacht, zu zweit fahren geht auch ganz gut, dadurch, dass die Sitzbank ja so eine erhöhte Form hinten hat, sitzt man eigentlich fast von der Sitzposition her wie bei einer Sportmaschine zu zweit hinten drauf. Das finde ich ist auch super der Nachteil bei Supermotos, dass sie eben so eine flache Sitzbank haben und dass man damit echt nicht vernünftig Sozius fahren kann, vor allem weil ich halt auch über 1,90 bin und die Mädels dann, vor allem die kleineren, eigentlich gar nicht so wirklich an einem vorbei oder über die Schultern rüber gucken können. Das ist ein bisschen nervig gewesen, auch mit der 701 und so. Von daher super happy mit der Harley. Auch sonst generell, also für die Stadt und so zum Rumblubbern, eigentlich echt das perfekte Gerät. Das Einzige, was mich noch ein bisschen stört, ist die Farbe, dieses Rot. Ah. Ist zwar jetzt so, wie sie ist, ein stimmiges Gesamtkonzept, aber einfach nicht so mein Fall. Das ist mir zu bunt. Da muss ein schönes, freundliches Schwarz ran. Vielleicht noch mit ein paar Akzenten an der Seite oder so, das überlege ich mir noch. Und auch das Chrom ist mir alles irgendwie noch zu viel. Aber ja, jetzt Saison fängt gerade an. Jetzt habe ich keine Lust, das Motorrad hier auseinanderzureißen. Auch keine Zeit. Von daher denke ich mal, werde ich mir das Ganze für den nächsten Winter aufsparen. Ja, der Hamburger Stadtverkehr, 1A wie immer. Es wäre vom Ding her sogar schlauer gewesen. Also eigentlich fahren wir gleich fast den ganzen Weg wieder zurück. Das heißt, ich fahre jetzt hier 20 Minuten in die eine Richtung und dann wieder 20 Minuten in die andere. Und die Bahn fährt, glaube ich, für den ganzen Weg, boah, 12 Minuten. Aber was soll man machen? Man ist ja ein Gentleman, ne? Man ist ja ein Gentleman, meine Freunde. Shush! Pia, meine Perle von der Elbküste. Wo standst du? Ich stand nur da vorne und habe dir kurz geschrieben, um sicher zu sein, dass meine Aufnahme auch läuft. Das habe ich dir nämlich nicht verraten, dass du gefilmt bist. Hi. Na, geht's dir gut? Ja, klar. Ich kann den Behindertenparkplatz benutzen, ist kein Problem. Ist deiner? Dein Behindertenparkplatz? Ja, genau. Gut, gut. Okay. Ja, Pia, ich habe es noch nicht angekündigt. Was machen wir jetzt? Muss ein bisschen lauter reden, glaube ich, damit das Mikro dich auch kann. Vielleicht will ich auch gar nicht reden. Willst du nicht reden? Doch, doch willst du, ne? Klar. Okay. Ja, entscheide du. Sag an. Wolltest du nicht irgendwie? Ich würde sagen, erstmal suchen wir uns ein... Ich habe lange kein Eis mehr gegessen. Okay. Das machen wir erstmal. Ja. Kennst du ein gutes in Barmbek? Und ich dachte, vielleicht so Stadtpark noch eine Runde gehen oder so. Nur in Barmbek kenne ich einen guten. Okay. Weißt du, was mir gerade passiert? Ich bin Dammtor vorbeigefahren, ne? Mhm. Da ist doch auf der rechten Seite. Hallo. Du hast mich gesehen? Oder gehört? Nee, gesehen. Ich hab dich auch gesehen. Du hast dich im Gebüsch versteckt, ne?
Ich habe Pusteblumen ausgepustet. Oha. Aber du darfst, musst ein bisschen aufpassen beim über die Straße gehen, ne? Ist gefährlich, wenn da Autos und Motorräder fahren. Ich möchte auch mir ein Motorrad kaufen. Möchtest du auch ein Motorrad kaufen? Ja. Okay. Möchtest du dich mal raufsetzen? Ja. Ja, darfst du. Soll ich mal dein Fahrrad halten? Jetzt schon so. Geh mal mit einem Fuß hier rauf und dann schwingst du dich so rüber. Mit dem linken, mit dem gehst du da rauf und dann steigst du so auf. Wie ist jetzt ein echter Motorrad? Nicht mit den Füßen an Auspuff gehen. Genau. Wie ist jetzt ein echter Motorrad? Du bist noch zu gleich wie das Motorrad. Du kommst ja gar nicht an den Lenker an. Ja, Gas geben kann er. Ich kann auf die Hupe. Ja, das stimmt. Ja, genau. Wo die Tröte drauf ist, das ist die Hupe. Wie lang? Wo kommt das Geräusch raus? Ich weiß gar nicht, wo die Hupe hier ist. Hm? Ja, wahrscheinlich. Ja, genau. Aber so laut? Nein, nein. Ja. Aber warum ist hier sowas? Hm? Das ist eine Kamera. Ich kann ihn aber gar nicht online stellen, ne? Nee, wenn, dann verpixel ich ihn. Ja. Guti, mein Lieber. Gut, wir fahren dann jetzt los, wa? Wir fahren jetzt los. Du auch? Ja. Tschüssi. Ich fahr mit. Nee. Sollen wir mal umdrehen? Ja, ich bin Dammtor vorbeigefahren, Richtung zu mir, ne? Und dann ist da so eine Autoaufbereitung auf der rechten Seite. Kennst du die? Ist auch egal, das ist so da, wo früher war so ein Club. Ja. Und ich bin da rechts... Bin da halt lang gefahren, war Stau. An mir vorbei, vor meinem Bullenwagen, steigen so zwei Mädels aus, halt so zwei Polizistinnen, so Mitte 20. Ich höre nur so, ich hatte halt Fenster offen, höre nur so übelst irgendwelche arabischen Stimmen da rumbrüllen. Und die, also ich habe nur dann gesehen, die Polizistinnen, die sind richtig hysterisch geworden, haben Waffen gezogen und so mitten auf der Straße. Und es war halt Stau, Digga. Das, oh, und ich stand direkt hinter denen, das war echt creepy. Ich kann auch die Tic-Tac-Tic-Tac machen. Tic-Tac? Nicht einfach irgendwo sitzen. Tic-tac, tic-tac. Aber das hier. So, dann schauen wir mal, ob der dir passt. L müsste der passen, ne? Wobei, könnte ein bisschen klein sein für deinen Dickkopf. Warum hast du eine Kamera auf deinem Kopf? Ich filme ein Video. Und hör auf, es mir zu versauen, Mann! Was meinst du? Ich bin locker, aber es geht schon. Dreh mal deinen Kopf. Oh. Ja, wir passen auf, wir passen auf. Ich meine, wenn wir so uns hinpacken, dann sind wir eh im Arsch, ne? Ob der Helm dann zu groß ist oder nicht, das ist genau. Warum filmst du das gerade? Ganz schön frech, mein Lieber. Ganz schön frech. Könnte dein Bruder sein, ne? Nee. Ja. Ja? Kann losgehen. Ich habe so Paranoia jetzt, dass die Aufnahme auf dem Handy immer abbricht, weil mir das so oft passiert ist am Gardasee. Warte. Ich glaube, wenn das hier so ein bisschen abgeknickt ist, dann kickert die. Nee, läuft. Ja, Mann, das war vorhin auf jeden Fall echt gruselig, weil wirklich ich gefahren bin und original hier so zwei Polizistinnen komplett hysterisch in ihr Mikro da reingeschrien und ihre Waffen gezogen. Da musste ich aber ganz schnell los. Ich habe gestern erst in der Zeitung gelesen, dass in Barmbek, also original so ein Kilometer Luftlinie von meiner Bude, gab es auch eine Schießerei.
mit zwei Schwerverletzten, die sich irgendwie ein paar Straßen weitergekrochen haben, die da von der Polizei aufgegabelt wurden mit Drogen. Also, tja, Hamburg, nicht mehr das, was es mal war, meine Freunde. Ich rede mit der Kamera, ne? Ja. Lach dir mal eins ins Fäustchen da hinten. Hast du das auch gelesen, Barmbek, die Schießerei? Nee, wann? Gestern habe ich es gelesen. Vielleicht war es gestern oder vorgestern. Ja, haben sich direkt vor Globetrotter auf offener Straße gab es irgendwie eine Schießerei. War mit immer irgendwas los. Ja. Schöner W116 Mercedes hier. Geiles Teil. Ja, man, super, super angenehm mit der Harley mit Sozia zu fahren. Du hast einfach sowieso schon 300 Kilo Motorrad, wiegt 600 Kilo und dann so ein 50, 55 Kilometer merkst du da drauf hinten halt einfach wirklich überhaupt nicht mehr. Weißt du, wo wir rein müssen zur Alte Wöhr? Ja. Da vorne? Okay. Weil... Wie bitte? Ja. Weil da ist auf jeden Fall ein Eiscafé, was bei Google recht gut bewertet ist. Schauen wir mal, ob die Bewertungen auch ihre Richtigkeit haben. Ich habe natürlich vorher schon geguckt, mein Lieber, bevor ich los war. Für wen hältst du mich? Ach stimmt, wir haben uns ja heute Morgen schon gesehen beim Sport, ne? Wo warst du auf einmal hin? Ich hab dich gar nicht mehr gesehen. Du warst vor mir weg. Dann war ich doch nicht mehr draußen. Nee, aber ich hab dich drin überhaupt nicht gesehen. Ich war ja locker noch eine halbe Stunde da, nachdem du gekommen bist. Ja, schön irgendwo in der Sauna gechillt, ne? Bei McFit. Fühlst du voll missbraucht jetzt wahrscheinlich, ne? Fürs Video. Prost. Nee, ja, Sonnenschein haben wir leider nicht hier. Deswegen sind wir auch wahrscheinlich alleine. Aber wen juckt's? Oh, die Gesichtserkennung funktioniert trotzdem. Welche? Mit Helm? Ja. Okay, nice. Und was sagst du zum Eis, Pia? Was? Was sagst du zum Eis? Nicht gut? Ja, wie man es macht, macht man es falsch, Jungs. Ihr wisst, wie es läuft. Und wenn man da ist, dann kennen die Frauen auf einmal was viel Besseres, ne? Ob es ein Restaurant ist oder eine Eisdiele. Ach ja, hey, wären wir mal da hingegangen. Aber ich wurde eingeladen. Dankeschön. Und jetzt geht's nochmal Richtung Stadtpark. Kleine Runde spazieren gehen. Naja. Ja, Leute, an dieser Stelle vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Abonniert gerne meinen Kanal. Bis zum nächsten Video. Haut rein! I am restrained.